und herzlich willkommen zurück in einer neuen Folge von Let's Play Minecraft hier im Herr der Ringe Mod. Nicht nur eine neue Folge, sondern eine komplett neue Staffel. Die letzte Staffel ging ziemlich geil aus. Ich bedanke mich bei allen, die mich bis hierher unterstützt haben, die immer reingeschalten haben, die so fleißige Kommentare geschrieben haben. Echt, das ist absolut grandios. Es gibt kaum jemanden, den ich so kenne, der mit seinen 300 Abonnenten hier so viele Kommentare und fleißige Schreibe hier unter den Videos hat. Das macht mich einfach unheimlich glücklich. Das erfüllt mich richtig und ich freue mich einfach drauf, wieder das weiterzumachen für euch. So, jetzt geht's aber los in die nächste Staffel und zwar werden wir in dieses blaue Gebirge reisen. Allerdings möchte ich vorerst noch etwas mitnehmen, das habe ich nämlich vergessen. Ich habe jetzt gerade einen neuen Scherer drin. Holz sieht ziemlich brachial aus, aber das soll uns jetzt mal egal sein. Ich hätte nämlich gerne das Pfeifenkraut mitgenommen, die Pfeifenkraut-Seeds, damit wir uns die vielleicht noch irgendwo hinpflanzen können. So, ich glaube aber, das soll es gewesen sein. Wir müssten jetzt eigentlich alles parat haben. Ich setze mir jetzt mal schnell die Fackel hin. Die Fackel. So, da fackeln wir nicht lange. Das hören wir lieber auf. So, jetzt haben wir hier natürlich eine schwebende Leine. Nö, wir haben gar keine Leine mehr. Ist aber auch egal. So. Mit einer Hellebarde hier im Gepäck auf dem Eberhard reiten wir los Richtung blaues Gebirge. Oh, das ruckelt gerade ziemlich stark. Das ist natürlich sehr schön. So, hier Taris 88, den betrunkenen Schäfer. Seit wann haben wir hier Rehe? Hallo? Ist das das neue Mod-Update? Gibt es da jetzt Schafe, Rehe? Ach ja, hier die Bürgermeisterwahl, das haben wir ganz vergessen. Hier das besoffene Dings, das war ja auch enorm geil. Das war wirklich absoluter Hammer. So, ich musste nur mal kurz was an den Einstellungen richten, damit es hier auch ein bisschen weitergeht. So, Nebudus, der Torwächter. Ich glaube aber, er lässt uns hier ziehen. Er lässt uns ziehen. Und damit verabschieden wir uns jetzt endgültig vom Auenland. Mann, das ist fast schon ein bisschen schade, aber ich freue mich natürlich auf alles, was vor uns liegt. Nur noch mal kurz zur Demonstration. Wir befinden uns hier in Beutels End sozusagen. Wir werden jetzt dieser Straße folgen bis hier rüber ins blaue Gebirge. Ich glaube, wir nehmen den Nordteil. Der Südteil ist ja eh relativ uninteressant. Deshalb reisen wir dorthin. Und wie wir sehen, haben wir jetzt hier auch schon vordefinierte Straßen. Die sind jetzt in der Mod auch enthalten. Schon seit ein bisschen längerer Zeit, aber ich glaube, wir haben immer schon in diesem Update gespielt, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, hier haben wir noch irgendeine tolle Turnruine, genau, eine Turmruine von Arno, glaube ich, soll das sein. Und hier haben wir wieder Rehe. Verdammt, warum entdecke ich? Und hier noch mehr. Geil. Boah, sind da viele Rehe. So, jetzt hakt er kurz. Aber es geht wieder weiter. Und es läuft aber irgendwie nicht ganz flüssig. Ich weiß nicht, was jetzt schon wieder... Hallo, jetzt gerade springen müssen wir ja auch nicht den Weg entlang. Ich weiß nicht, was jetzt schon wieder ist, damit dass der hier so Dings macht. Ich mache mal einfachheitshalber einen anderen Schäler rein, beziehungsweise versuche mal den hier, der hat meistens ein bisschen mehr FPS. Versuchen wir es einfach mal hier. So, das ist der übliche, der Standardding. Ich dachte mir, der andere, der sieht einfach ein Stück besser aus. Ich weiß gar nicht, ob das normal ist hier, dass der so rumwackelt. Geil, Brücken sind jetzt auch so drinnen. Das finde ich ja mal mega geil. Ist das normal, dass man hier auf dem Eberhard so die Runde spackt? Ich nehme jetzt einfach mal den Schädel raus. So, wir haben jetzt schon Nacht. Das ist natürlich sehr schön. Ich lasse jetzt einfach mal den Schädel draußen, sicherheitshalber. Nö, ich glaube, das ist normal, dass der... Oh Gott, müssen wir jetzt bis ins blaue Gebirge hier so rumhampeln. Das läuft jetzt gerade auf 50 FPS. Da müsste eigentlich normal laufen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sind wir hier überhaupt richtig? Müssen wir über so einen großen See? Ah, das soll der Fluss sein. Boah! Das war ein Riesenfluss. Naja, egal. So, lasst uns davon nicht aufhalten. Es geht los. Die Reise beginnt. Ja, und in der letzten Folge habe ich euch ja auch mal gefragt, ob es denn irgendein Thema gibt, worüber ihr gerne sprechen möchtet. Da kam das ein oder andere Thema auf. Viele davon waren Herr der Ringe bezogen, ein paar andere nicht. Es gab sogar was über Harry Potter, das fand ich auch ziemlich cool. Kann man ja mal kurz drauf eingehen, denn Harry Potter bin ich ganz ehrlich ein Fanboy der alten Schule. Das heißt, ich habe damals die
Bücher alle gelesen. Und zwar habe ich angefangen, die Bücher zu lesen, als der vierte Teil rauskam. Also das vierte Buch. Das weiß ich deshalb, weil ich hatte das erste Buch geschenkt bekommen. Ist das richtig hier nach links? Ja, müssen wir noch ein Stückchen nach links. Ich hatte das erste Buch nämlich geschenkt bekommen, habe das aber nie wirklich so, ja, nie so wirklich gelesen. Kam da nicht wirklich rein und dann kam im Fernsehen irgendein Bericht darüber, wie das vierte Buch veröffentlicht wurde und alle total aus dem Häuschen sind, hier den Buchladen stürmen und so und da dachte ich mir, so, jetzt liest du dieses Buch und ich war absolut begeistert vom ersten Teil, der war absolut Hammer und habe die dann regelrecht reingefressen. Ich glaube, ich habe die ganze Serie mindestens 3 oder 4 Mal gelesen. Echt super. Und man vergisst einfach so viel davon. Die ganzen Details rundherum, das vergisst man einfach sehr schnell. Die Filme dagegen bin ich eher, naja, sie sind gut gemacht und so, aber für mich war das einfach immer etwas zu lesen, das Harry Potter. Und die Filme sind gut gemacht, kann man nichts sagen, auch mit einem ordentlichen Budget dahinter, super Schauspieler. Die Kulissen sind wirklich sehr gut gemacht, da kann man sich gar nicht drüber beschweren, aber... Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man ein Buch liest und dann kommt ein Film dazu raus, ist ja immer dasselbe. Ich habe ja auch das Buch von Jurassic Park gelesen, eigentlich, das war von Michael oder Benedict irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, wie der geheißen hat, Dino Park heißt das eigentlich. Ich hatte das einfach gelesen, weil ich mir dachte, hey, geil, das ist ja so ein Nachmache vom Film. Und tatsächlich war das einfach das Buch vom Film. Ich weiß nicht, was erst da draußen war oder so, aber da ist zum Beispiel wieder der Film toller, weil man den Film als erst gesehen hat. Wenn man als erster das Buch liest und dann den Film guckt, dann ist meistens das Buch das Bessere. Das ist aber ganz normal und natürlich gibt es auch Geschmäcker. Es gibt ja natürlich sehr viele, die nicht so gerne lesen. Es gibt viele, die absolute Leseratten sind. Das ist natürlich immer sehr unterschiedlich. So, jetzt müssen wir nach rechts, glaube ich. Eine scharfe Rechtskurve. So, die haben wir jetzt eingeschlagen, so wie die gesamte Deutschland im Moment kommt mir vor, jetzt mit dem Alternative für Deutschland. Oder wie heißt die Partei da? Keine Ahnung. Nee, ich kann mich da mit eurem Politiksystem gar nicht aus. Da will ich aber auch gar nicht drauf eingehen. Das interessiert sowieso keine Sau. Und eine Herde weißer Schafe ist mein Königreich. Oh Gott, das ist so ein altes Schlagerlied. Ach oh Gott, schlimm. Von den, wie heißen sie nochmal? Mühlwäldern, nee, nicht Mühlwäldern, irgendwie sowas, keine Ahnung. Und ja, das ist einfach so, manche mögen die Bücher lieber, manche die Filme, ich bin so zwischendrin. Was ich sehr gerne mag, ist, wenn Bücher in Serien verfilmt werden, das gefällt mir absolut gut. Oh, und hier sind wir jetzt in meinem Auenland, Dingsbiom, Waldbiom, es wälde sehr. So, hier bei Nacht durch den Wald, ist das nicht irgendein Lied? Ja, wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Oh Gott. Das ist schon ein bisschen nervig hier mit dem Durchgeruckle. Muss ich mal schauen, woran das liegen kann. Ich glaube, das liegt irgendwie mit den Chunk-Updates zusammen, dass er hier mal einen Chunk durchlaufen kann und dann hängt er an der nächsten Chunk-Grenze wieder fest. Oh, jetzt hängt es gerade wirklich sehr extrem. Muss ich mal gucken, vielleicht kann ich da irgendwie die Chunk-Dings nach oben drehen, dass der mehr lädt, aber keine Ahnung, ich weiß nicht. So, ich glaube, recht viel Spannendes sehen wir hier eh nicht zu Gesicht, denn das Auenland mittlerweile kennen wir es echt gut. Natürlich nicht in seinen geografischen Einzelheiten, aber wir haben zumindest alles ein bisschen gesehen. Und da vorne sehe ich etwas, das ich schon immer habe tun wollen. Und zwar steige ich mal kurz hier ab vom Eberhard und nehme mir eine Sonnenblume mit. So, das habe ich machen wollen. Denn, ich schaue mal kurz, ob wir hier schon richtig sind, genau, denn, nö, das verrate ich nicht. Ich verrate euch jetzt nicht, warum ich eine Sonnenblume mitnehmen will, vielleicht eine oder andere kann sich's denken, ich glaube, ich habe es mal irgendwo erwähnt auch, oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es hängt jedenfalls mit einer zerflossenen Liebesgeschichte zusammen, nein, natürlich nicht, sowas würde ich nie machen. So, es ist echt ein bisschen nervig hier, wenn man so irgendwie durchspackt durch den Wald, keine Ahnung. Weiß nicht, ist das irgendwie so eine besondere technische Raffinesse hier der Zwerge oder der Hobbits oder was weiß ich was? Und was sind eigentlich die roten Punkte hier oben? Das sind, glaube ich, eine Kastanie. Die nehmen wir natürlich auch mit, eine elegante Rostkastanie. Da verweise ich doch mal auf den Hobbit-Film. Ja, und genau so ist es natürlich auch mit dem Hobbit. Aber wegen Harry Potter, wahrscheinlich willst du gar nicht wissen, ob Buch oder Film. Du willst wahrscheinlich wissen wegen der Geschichte und alles. Ja, die finde ich absolut super. Das finde ich wirklich sehr gut. Und was mir vor allem sehr gut vorkommt, das ist so ein
perfekt abgeschlossenes Universum. Man hat für alles eine Erklärung. Man hat diese Welt der Muggels und der Zauberer, dass man die nicht gegenseitig sieht und so weiter und die sich gegenseitig beeinflussen. Das finde ich ziemlich cool. Und richtig interessant wurde es dann ab dem dritten Teil, wo dann eben alles beginnt zusammenzuhängen. Ne? Die ersten zwei Teile waren ja mehr nur einzelne Geschichten, wo dann eben jedes Schuljahr irgendeine neue Bedrohung kam, die dann verhindert wurde. Dann ab dem dritten Teil hängt dann alles viel, viel, viel stärker zusammen und man hat wirklich gemerkt, wie viel mehr, viel mehr Hintergrundgedanken hinter den einzelnen Geschichten stehen. Das stimmt schon. Zu den Filmen, aber ja, ich weiß nicht. Ist irgendwie nicht ganz so meins. Wahrscheinlich habe ich sie auch schon zu oft gesehen. Ne? Die laufen ja permanent im Fernsehen auf und ab. Da kann man sich ja fast nicht mehr davor verstecken. Aber so ist das nun mal. So. Zurück zum Hobbit. Beim Hobbit ist das ähnlich. Ich habe das Buch gut gefunden. Jetzt nicht überragend. Das kann natürlich nicht mit Herr der Ringe mithalten. So, ich muss jetzt geradeaus weiter, glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch liege. Ja, da sind wir im Shire. Und dann sind wir tatsächlich schon weit downs. Fast in Eriador. Mann, das geht ja unheimlich schnell. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so schnell dauert, so schnell geht. Ich dachte mir, da sind wir jetzt sicher so 20 Folgen auf dem Weg hier bis in die Eredluin. Aber vielleicht schaffen wir es in 5. Je nachdem. Ich habe natürlich noch ein paar Zwischenstopps eingeplant. Das sind aber alles nur Kleinigkeiten. Also das ist nicht etwas, wo wir jetzt wieder 10, 15 Folgen irgendwas rumbauen. Sondern das sind wirklich nur maximal eine halbe Folge lang irgendwo was. Werdet ihr schon sehen. Etwas habe ich davon eingeplant. Ich möchte aber gerne noch zwei haben. Und zwar zu jeder Region sozusagen eine. Das kann ich jetzt ja mal kurz hier veranschaulichen. Wir sind hier noch im Auenland. Ich hätte hier auch einen Stopp einlegen können, aber wir sind so lange im Auenland gewesen. Das muss ich jetzt nicht haben. Eine habe ich hier irgendwo auf der Wegstrecke eingeplant. Eine würde ich gerne hier bei, wie heißt das, Midland. Das ist nämlich der Ort, wo Gandalf, Bilbo und Co. Mit den Elben davon segeln. Und vielleicht noch irgendwo was hier oben in der Region, keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Da lasse ich euch wieder eure Ideen hier einfließen, denn ich möchte, dass wir kleine, aber nur ganz kleine, feine, wegbegleitende Szenarien hier haben. Und wird es nicht bald Tag? Schrecklich. Ich möchte gerne so kleine, wegbegleitende Dinger, ne? Dass man, keine Ahnung, irgendwo mal findet man eine kleine Lagergruppe von Zwergen, mit denen man sich unterhaltet oder sonst irgendwas. Einfach nur Kleinigkeit, wo man kurz reingeht, Hallo sagt und so weiter und dann bin ich wieder weg. Das könnte man vielleicht irgendwie machen. Muss ich mir aber überlegen, wie ich das dann auch am besten handhabe mit der Reise. Denn wenn ich mich hier jetzt so ruckelnd bis ins blaue Gebirge fortbewege und dann im Creative irgendwas baue und dann wieder hier zurückfinde, dann keine Ahnung, ob das überhaupt richtig zusammenpasst. Nicht, dass wir uns da irgendwie komplett verlaufen oder übernehmen oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, ein Ding habe ich ja schon vorbereitet. Da kommt nämlich der gute Beastman YOLO hier ins Spiel. Hui. Das ist schon ein bisschen nervig mit dem Geruckle, aber man gewöhnt sich irgendwie ein bisschen dran mit der Zeit. Ich weiß auch nicht, warum. Aber das, glaube ich, liegt dann tatsächlich an diesen Chunk-Updates. Ich weiß nicht, müsste man den Eberart hier vielleicht irgendwie füttern oder so? Dass der, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht ganz erklären. Auch die Welt hier ringsum ladet ein bisschen langsamer. Das ist ganz normal. Die Chunks müssen ja alle komplett neu generiert werden. Also ein Chunk ist so ein kleiner Blockabschnitt, glaube ich 16x16 Blöcke. So ein kleiner Weltabschnitt. Und die werden immer frisch regeneriert, wenn man an die Grenze der bis jetzt generierten kommt. Und dann natürlich ist das sehr viel Rechenleistung hier dahinter, die jetzt gerade drauf geht. Aber ich weiß nicht, warum sich der dann jetzt so seltsam fortbewegt. Naja, keine Ahnung. Ich glaube, das hängt damit zusammen. Ich müsste mir vielleicht irgendwann auch mal ein kleines RAM-Update gönnen. Ich habe jetzt 16 GB drinnen, aber anscheinend reicht das bei weitem nicht für Minecraft. Das ist absolut Katastrophe. So, habe ich ja schon mal erwähnt. Ich möchte nämlich auch gerne ein anderes Aufnahmeprogramm irgendwann zulegen mit der Zeit. Aber im Moment komme ich damit noch ganz gut zu fahren. Ich bin jetzt ja auch nicht der übertrieben. Boah, das ist aber eine geile Landzunge hier eigentlich so, ne? Und diese Trauerweiden auch, die sehen schon ziemlich geil aus.
Ich bin ja jetzt auch nicht der übertrieben potente YouTuber hier, der so viel, bei dem so viel ausmacht, ob der jetzt 5 FPS mehr hat oder nicht. Denn ich bin jetzt nicht jemand, der hier eine 500.000 Zuschauer unter jedem Video hat und versteht das nicht falsch. Nur für euch reicht das ja, ne? Ich krieg das hier sehr nicht in den falschen Hals, sonst kann ich mir da wieder ewig lang was anhören. So, ich würde sagen, wir erreichen jetzt dann langsam die Grenze des Auenlandes. Ja. Und zwar sind wir hier bei Michel Delving. Das müsste Michel Binge sein. Und das ist die Stadt der Hobbits hier an der Ostgrenze. Oh, schöne Bäume. Oh, sehr schön. Ja, famose Bäume. So, sieht aber auch ein sehr schönes Plätzchen hier für die Mühle. Aber wir haben immer noch einen der geilsten Spots hier im Auenland gefunden. Also ich bin immer noch sehr zufrieden hier mit dem Deich in der Mitte. Auch wenn das jetzt natürlich in der neuen Welt irgendwie was anderes wäre. Aber egal. Das ist ganz egal. ja, so. Ich glaube, hier langsam ist die Grenze. Ja. Ja, hier ist die Grenze des Auenlandes. Und die haben wir jetzt erreicht. Aber ich hüpfe jetzt doch nicht drüber. Denn das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. So, und das war jetzt die erste Folge vom Let's Play im Herr der Ringe in der zweiten Staffel. Ja, man glaubt es kaum. So, habe ich noch... Genau. Nein, habe ich was vergessen? Doch, ja, genau. schreibt einfach in die Kommentare, wenn ihr eine Idee dazu habt, was uns auf diese Reise noch alles begegnen könnte. Ich weiß, viele von euch denken sich, oh, die Banditenüberfälle und Dinge, aber das ist alles zu groß. Das ist alles zu groß, da halten wir uns jetzt wieder ewig auf. Einfach Kleinigkeiten, die uns am Rande hier irgendwie geschehen oder so, keine Ahnung. Und nicht, dass hier jemand kommt, ja, du findest eine alte Frau, die braucht eine Sonnenblume, gib dir die. Nein, das ist meine Sonnenblume. Da beharre ich jetzt drauf. So, ich hoffe, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.